Willkommen zurück zu Part 3 vom Tropicraft Let's Play. Wir befinden uns hier wieder vor unserem noch unfertigen Haus. Und jo, erstmal möchte ich sagen, dass die Bewertungen des Videos ja wirklich sehr gut waren. Also ich war echt überrascht und erfreut zugleich. 13 Likes auf dem ersten Part, also das freut mich richtig. Also das finde ich wirklich richtig super. Und genau, wir waren jetzt hier stehen geblieben. Themenvorschläge habt ihr mir auch in die Kommentare geschrieben. Das finde ich auch sehr super. Das ist wirklich echt klasse. Ich werde dann später dann auch welche natürlich sagen, logisch. Und genau, wir waren jetzt hier letztes Mal stehen geblieben. Uns fehlt noch ein bisschen Bambus. Ich werde mir jetzt ganz kurz noch die Koordinaten merken. 300, 200, okay. Und dann werde ich ein bisschen von dem Bambus hier farmen gehen. Da ich ja das für mein Haus brauche. Diese Bambusblöcke da, die wir in der letzten Folge hingesetzt haben. Und genau, dann würde ich jetzt gern schon mit dem ersten Thema beginnen, das ich mir rausgesucht habe. Und zwar ist das, ob ich andere YouTuber denn in Real Life kenne. Also es ist ja so, dass in unserer Schule machen auch ein paar Leute Let's Plays und die kenne ich ja natürlich. Aber ja, also das sind eigentlich so zwei Leute, die ich gerade mal kenne. Aber jetzt so größere YouTuber kenne ich jetzt nicht im Real Life, also wirklich unser Dorf ist wirklich sehr wenig mit YouTubern, also mit Let's Plays und so weiter. Und ja, wäre auf jeden Fall mal, eigentlich wäre es ja schon, oh mein Gott, Skelette, eigentlich wäre es ja schon mal cool, so ein Let's Player auch mal in Real Life zu kennen. Das wäre auf jeden Fall eigentlich mal richtig, richtig cool. Ja, aber leider kenne ich keine. Das ist halt ein bisschen schade. Ich hätte schon gerne welche gekannt. Aber das kann ja sein. Vielleicht ist da jemand Let's Player in unserer Schule oder so, den ich vielleicht sogar kenne, der bloß nicht will, dass er erkannt wird. Ne? Könnte ja sein, ne? Ich würde jetzt mal ganz kurz in die Options schauen. Was ist denn da los hier? Sneak auf Shift, bitteschön. So, danke. Anderes hier muss ich jetzt mal ganz kurz gucken. Sekunde, so. Was ich denn für YouTuber gucke, das ist auch eigentlich ein Thema, wo ich eigentlich auch hätte selber drauf kommen können. Ich meine, ich gucke ja eigentlich sehr viele Let's Plays an, ne? Meistens schaue ich Let's Plays von Gomme HD an. Das ist wirklich so. Ja, also wenn ich jetzt ins Internet gehe und auf YouTube gehe und wirklich mein Abos gucke, schaue ich erst nach, ob Gomme was hochgeladen hat. Und dann schaue ich dem sein Video halt zuerst an. Und Seronic HD schaue ich auch noch sehr gerne an, sowie Debi2LP. Also sind so, und Zombie, den schaue ich auch noch sehr gerne an. Das sind so die vier, wo ich eigentlich wirklich am meisten anschaue. Und ja, das sind halt so wirklich ein Pizmeet, manchmal Adventure Map da, das schaue ich auch manchmal an. Das ist eigentlich auch mal ganz witzig, ab und zu mal. Da haben wir Zuckerrohr. Zuckerrohr ist echt. Die haben Schleimbälle gedroppt. Muhaha, meine Schleimbälle. Das ist auch eine geile Gegend hier. Leckt mich am Arsch. Das sieht auch sehr nice aus. Okay. Ich war wirklich auch sehr erstaunt, die positiven Bewertungen. 13 positive Bewertungen sind echt nicht schlecht, das gefällt mir. Also wirklich auch. Ich war echt erstaunt, hat mich sehr gefreut. Also positive Bewertungen freuen mich natürlich am meisten. Und viele interessante Kommentare natürlich auch und Lob und Kritik. Also wirklich. Ja, ich glaube, das. Aua! Verdammt. Das erfreut jeden YouTuber, auch bekannte YouTuber, denke ich, dass es den auch erfreut. Ja klar, wen erfreut es nicht, bitteschön. Also ist wirklich immer sehr willkommen. Boah, hier ist er. Das ist Skeletto. Skeletto-Mart, lass mich ruhen. Nein, ich komme hier nicht raus. Oh Gott, so. Mann, so ein depressives Lied hier gerade so. Nur auf der Suche nach Bambus. Da haben wir Bambus. Tropicraft ist echt ein geiler Mod, finde ich. Der gefällt mir richtig sehr. Und der kommt bei euch ja auch sehr gut an. Und diesmal habe ich meine Welt jetzt auch doppelt und dreifach gesichert. Also keine Sorge. Hey, die Blume sieht cool aus, die nehme ich mit. Hey, die sieht cool aus, die nehme ich mit. Hey, die ist auch cool, die nehme ich auch mit. Oh
So viele schöne Blumen. Ich habe ja auch später vorgehabt, wenn ich so ein bisschen so ein paar Standards habe, so gesehen. Also wie ein Haus jetzt zum Beispiel. Und 200, 300. Das heißt, ich muss in diese Richtung. Wenn ich so ein paar Standards habe, habe ich dann auch vor, auch andere Leute einzuladen. Da sind die Affen. Oh, das ist ein ganz böser. Das ist ein ganz böser. Das ist einer von diesen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Boah. Alter Vater. Was hat er gedroppt? Der hat doch gerade was gedroppt. Alter Vater, ey. Die Dinger sind echt gemein. Puh. Die waren. Oh Gott. Hä? Wieso kann ich. Achso, ich kann nicht mehr sprinten, weil ich esse, weil ich Hunger habe. Das ist natürlich auch sehr klug von mir. So. Nampf, Nampf. Ich muss ganz gucken, ob ich die Musik denn. So. Bisschen leiser gemacht, ne? So, da haben wir kleine Affen, die droppen leider nichts. Ich weiß auch nicht, ob man die irgendwie mit sich nach Hause nehmen kann. So gut kenne ich den Mod jetzt auch nicht. Was ist denn los jetzt? Ach, ich habe gar kein Sichtfeld. Jetzt ist es normal erst. Irgendwie hat er mein Sichtfeld zurückgesetzt. Naja. Leder brauche ich. Tschüss. Und ich töte die Tiere jetzt einfach aus Essen. Weil Essen ist ja sehr wichtig. Wie jeder weiß, hoffentlich. Jetzt muss ich ja zu 200 laufen. Das heißt, nochmal einmal komplett durch den Wald dadurch. Ah, das sind wieder. Genau, Leguane sind das. Was habe ich gesagt? Warte mal, ich schau mal ganz kurz in die Kommentare. Warte, Moment, Moment. Ah, warte, ich muss ganz kurz auf meinen Kanal gehen. So. Hießen die jetzt Leguane? So schnell pausieren das Video. Moment. Ich finde den Kommentar gar nicht mehr. Egal. Auf jeden Fall heißen die, glaube ich, Leguane. Was hatte ich denn gesagt? Oh mein Gott. Nein. Nein. Bitte nicht. Ich will nicht sterben. Nein. Oh, 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 oh. Ein Herz. Ein Herz. Ein Herz. Die sind echt stark, die Viecher. Das muss man dem mal lassen. Alter, die sind richtig stark. Auf jeden Fall mit so Scale. Daraus können wir uns Rüstung machen. Da werde ich mir dann jetzt sparen. Also auf dem Brustpanzer sparen. Bis ich so einen dann hab. So, Bambus nehme ich natürlich mit. Ich muss noch was wegwerfen. Hier eine Pineapple. Die haben wir zu Hause auch. Das heißt, die brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Da haben wir noch so Giftfrösche. Weiß nicht, ob der aggressiv ist, bin ich sicher. Ja, der war aggressiv. Der war aggressiv. Wir müssen dringend nach Hause. Ich möchte wirklich nicht sterben hier. Und bevor es Nacht wird, ich denke nicht, dass wir die Nacht überleben würden. Deswegen jetzt ab nach Hause. Und da müsste doch gleich unser Haus kommen irgendwo. Ja, da ist es. Ah, das Zuhause. Gott sei Dank sind wir wieder daheim. Alter, haben wir jetzt, war jetzt nicht so eine große Hütte und die ist auch nicht so sicher jetzt. Aber immerhin, ne? Das ist besser als nichts. So, 2 Minuten, 3 Minuten haben wir noch. Das war dann unser Trip, so gesehen jetzt. Ich werde mir jetzt nochmal kurz, kurz den Bambus craften. So, da haben wir nämlich jetzt wieder nicht mal 64, ey. Das ist echt traurig. 49. Das ist echt wenig, ey. Richtig wenig. Okay, warte, was ist das jetzt Erde eigentlich? Mein Erdblock hier. So, Erde. So. Dann hier. Wir müssen ja schön hier unser System beibehalten. Und so jetzt. Zack, zack. Und so. Das wird jetzt nie im Leben reichen, glaube ich. Denn das Dach wollte ich eigentlich auch aus diesen Dingern machen. So.
Zack. Nein. So, aber dafür reicht schon mal. Das freut mich sehr. Dann machen wir jetzt so. Zack. Das muss jetzt einfach noch sein. Und dann mache ich jetzt hier einen Cut. Ich würde sagen, wir sehen uns in der Folge 4 wieder. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich um eine positive Bewertung freuen. Ansonsten, ja, bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.